Viele Schweizer Haushalte benutzen Rapsöl zum Kochen und Braten. Es soll unter anderem gut gegen erhöhten Cholesterinspiegel sein. Damit das kaltpresste Öl aber seine Knospenqualität kriegt, braucht es viel Erfahrung und Einsatz. Der Bauer erntet die Rapssaat im Juli, je nach Wetterbedingungen, führt dann seine Saat zu den Sammelstellen. In den Sammelstellen wird die Saat dann aufbereitet. Je nach Wassergehalt wird es eventuell noch getrocknet. Von den Sammelstellen kommt die Rapssaat dann zur Oleificio Sabo hier in Horn, wo wir sie dann durch das kaltgepresste Verfahren zu Öl verarbeiten. Der Vorteil vom bio-kaltgepressten Rapsöl ist, dass alle natürlichen Inhaltsstoffe weiter im Öl enthalten sind, hierunter die Vitamin E, die Vitamin K und die Omega-3, somit gesund für den menschlichen Organismus. Es ist ein tolles Geschmackserlebnis. Schon von der Ansicht her sieht man diese gelb-goldene Farbe. Wenn man es dann verkostet, schmeckt man diese frische, nussige Note, wo charakteristisch für den Raps ist. Heute gehören die Rapsfelder zur Schweiz wie das Matterhorn. Rapsfelder prägen auch die Biodiversität und unterstützen somit unsere Flora und unsere Fauna. Bei der Abfüllung gibt es drei Hauptbereiche. Das eine ist die Vorbereitung der Flasche. Die Glasflasche wird ausgeblasen. Sie wird dann abgefüllt mit dem frischen, kaltgepressten Öl, wird dann verschlossen und etikettiert und geht dann in den Karton, wo sie dann ihren Weg zum Konsument findet. Das Öl kann man also nicht nur vielseitig einsetzen, es ist vor allem auch einfach gesund.